Nach der vergangenen Heimniederlage gegen Elversberg geht es für die SG am kommenden Sonntag nach Offenbach. Es erwartet die SG ein starker Gegner, ein heimstarker Gegner, aktuell Platz 3. Dennoch will sie in den nächsten Spielen die letzten Punkte der Saison einfahren. Und wie immer habe ich über das vergangene Spiel mit Hans-Jürgen Beußen und diesmal mit Jonas Brändle gesprochen. Und dabei haben wir eben auch auf das kommende wichtige Spiel gegen Offenbach geschaut, wo natürlich auch eure Unterstützung sehr wichtig ist. Herr Beußen, das vergangene Spiel hat die SG leider mit 2:0 gegen Elversberg verloren. Der Plan war ja ein anderer, man wollte gegen den Spitzenreiter Punkte holen. Ich bin mir sicher, Sie haben jetzt diese Woche das Spiel nochmal aufgearbeitet. Was denken Sie denn, woran lag es, dass die SG verloren hat? Ja, wir haben einmal mehr den Start verschlafen, relativ früh zwei Gegentore bekommen. Gerade das 1:0 nach einer Ecke, dessen Variante, wie wir uns im Vorfeld betrachtet haben, kam zum Erfolg und es hat natürlich wehgetan. Wir hatten somit dann wieder zu lange gebraucht, um Rhythmus aufzunehmen. Wir haben es wohl geschafft, insbesondere eine deutlich bessere zweite Hälfte gespielt. Allerdings blieb uns dann halt eben auch vom Tor leider Gottes der Anschluss versagt, damit wir hätten das Spiel nochmal offen machen können. Wir müssen einfach es schaffen, nicht nur eine Halbzeit oder 60, sondern 90 Minuten auf dem Platz hoch konzentriert zu sein. Und dann kann man natürlich auch gegen solche Mannschaften etwas Zählbares erreichen. Ja, Sie sagen es, dass man eben das ganze Spiel über konzentriert sein muss. Sie haben sicherlich schon das Spiel analysiert. Worauf haben Sie dann jetzt diese Trainingswoche Ihren Fokus gelegt? Eben auch gerade auf diese Konzentration? Ja gut, in erster Linie natürlich auf die Abstimmung unserer Ketten, auf unser System, aber auch aufgrund der Tatsache, dass wir zwei Ausfälle haben mit Sascha Mölders und Joel Geretzkier, die gelb gesperrt sind, muss ich personelle Veränderungen vornehmen und diese gilt es natürlich dann halt eben auch einzustudieren. Jetzt am Sonntag geht es für die SG nach Offenbach, ein starker Gegner, aktuell Platz 3. Hier zu Hause hat man beim letzten Spiel gewonnen. Was muss die SG machen, um sie auch auswärts zu knacken? Ja, ich habe das Spiel hier gesehen. 3:2 gewonnen. Am besten wieder 3 Tore schießen, dann kann man auch in Offenbach gewinnen. Sie haben zum einen eine englische Woche gespielt und zurückliegend meine ich sogar zu wissen, dass sie 3 englische Wochen gehabt haben. Wir müssen einfach über Laufbereitschaft und durch viel Ballbesitz am allerliebsten einen Gegner laufen zu lassen, müde zu machen und dann halt eben über den Kampf und über die Substanz am Ende auch gegen Offenbach einen Sieg einfahren zu können. Sie haben beim letzten Interview schon gesagt, die Leidenschaft ist enorm wichtig für Fußballspieler, jetzt auch für die SG, die nächsten Spiele zu gewinnen. Wie schätzen Sie in dem Punkt Ihre Mannschaft ein? Ja, die Mannschaft will. Sie zeigt es im Training, sie zeigt es von dem Spiel, wenn die Kabinenansprache stattfindet, da läuft es einem eiskalten Nacken runter und die Vorzeichen, die sind immer gut, überwiegend gut, aber die Umsetzung auf dem Platz, die hakt immer noch, wie schon erwähnt, was die Startphase oder die ersten 20, 25 Minuten angeht. Sowas kann man nicht herbeireden, sondern das muss man auf dem Platz durch Disziplin und viel Arbeit und aber auch mit viel Kopf regeln können und dieses Verlangen habe ich natürlich an die Mannschaft. Sie haben schon gesagt, Sascha Mölders und Joel Geretzkier fallen aus gegen Offenbach. Gibt es sonst noch Veränderungen im Kader für das kommende Spiel? Ja Gott, wir haben ja Gott sei Dank noch etwas Zeit, nicht viel, aber etwas. Wir haben noch Manuel Konrad, der nicht trainieren kann. Wir haben Lukas Müller, der seit gestern erkrankt ist, wo ich noch nicht absehen kann. Can Karatas ist jetzt wieder an der Mannschaft, hat aber noch Trainingsrückstand und wir können sicherlich noch nicht optimal aus dem Vollen schöpfen, zumal Dominik Salz auch noch zu kämpfen hat nach seiner langen Verletzungspause. Aber irgendwie werden wir es auch in Offenbach am Sonntag schaffen, gut aufgestellt mit dem vollen Spielberichtsbogen, dem OFC entgegentreten zu können. Wir freuen uns auch deshalb drauf, weil viele Besucher zu erwarten sind. Sie haben in der Regel 6.000 Zuschauer und so etwas muss eine Mannschaft motivieren. Dann wie immer vielen Dank für Ihre Zeit. Ganz viel Glück für Sonntag und ich hoffe natürlich, dass die SG Punkte mit nach Hause bringt. Jonas, die SG konnte das vergangene Spiel gegen Elversberg leider nicht gewinnen. Der Plan war ein anderer, man wollte hier Punkte holen. Jetzt kann man noch in den kommenden Spielen einige Punkte holen. Wenn du jetzt zurückblickst, die SG hat gekämpft, hat es am Ende leider doch nicht geschafft. Was ging dir nach dem Spiel durch den Kopf? Wir haben uns vorgenommen, die wichtigen 3 Punkte zu holen, gerade zu Hause.
konnten dann nicht ganz umsetzen, vor allem in der ersten Halbzeit, das, was wir uns vorgenommen haben. Es wurde in der zweiten Halbzeit besser, hat aber am Ende dann doch leider nicht gereicht. Und woran lag's, wenn du da zurückblickst, wie schaust du auf das Spiel? Ich glaube, am Anfang hat uns ein bisschen die Aggressivität gefehlt. Wir haben uns zu sehr hinten reindrücken lassen und dann nicht mehr die notwendige Kraft und gehabt, um vorne zwingendes rauszuspielen. Wir haben es in der zweiten Halbzeit dann besser gemacht, aber dann die wenigen Chancen, wo wir rausgespielt haben, leider dann auch nicht zu Toren umsetzen können. Am Sonntag geht es nach Offenbach, eine sehr starke Heimmannschaft, aktuell Platz 3. Was denkst du, was wird die SG dort für ein Spiel erwarten? Ja, ich glaube, wir können uns auf viele Zuschauer freuen. Ein sehr lautstarkes Stadion. Ich glaube, gegen Offenbach ist nicht immer einfach. Klar, sie haben jetzt unter der Woche noch Pokalspiel gehabt gegen FSV Frankfurt. Da werden die Fans sicherlich auch ihren Teil dazu beitragen, dass sie Vollgas gehen können über die vollen 90 Minuten und wir müssen den Kampf annehmen. Warum glaubst du, schafft die SG noch, die Klasse zu halten? Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es schaffen, weil wir unter der Woche hart arbeiten, dauernd. Wir müssen uns einfach nur dieses notwendige Glück erspielen auch. Und da bin ich mir sehr sicher, dass wir das den ersten wichtigen Schritt für die letzten 3 Spiele am Sonntag gehen können. Du hast gesagt, ihr arbeitet hart unter der Woche. Wie genau? Was wird da gemacht im Training? Ja, wir versuchen uns gut auf den Gegner einzustellen, dabei aber unser eigenes Spiel nicht zu vernachlässigen. Gibt es was, was du den Fans noch gerne mitgeben würdest vor dem nächsten wichtigen Spiel gegen Offenbach? Ja, wir haben ja selber schon mitbekommen, dass ein Bus nach Offenbach gehen wird. Wir freuen uns auf viele Unterstützer, auf lautstarke Unterstützer. Und dann bin ich mir sicher, dass wir alle gemeinsam das am Sonntag rocken können. Kann ich nur so unterstreichen. Dankeschön für deine Zeit jetzt und ganz viel Glück für das kommende Spiel am Sonntag. Und Unterstützung ist das richtige Stichwort, denn wir brauchen eure Unterstützung. Wir müssen alle zusammenhalten, um die Mission Klassenerhalt zu schaffen.